Das Wort Babe ist ausgesprochen sexy und interessiert. Und deswegen ist es auch gleich im nächsten Song, den ich spielen werde, ein paar Mal untergebracht. Stellt euch vor, wir haben die frühen 70er Jahre. Ich habe eine solche Afro-Krause und solche weiten Schlaghosen und kann richtig sexy tanzen. Ich weiß, es braucht viel Fantasie. You run around town like a fool and you think that it's grooving. You give in to some other guy who gives you the eye. You don't give nothing to me. You paint a smile and you dress all the while to excite me. Don't you know it's turning me on? I know that it's wrong, but I can't stop this pain inside me, baby. Love really hurts without you. Love really hurts without you. And it's breaking my heart. What can I do, baby? Baby, love really hurts without you, baby. Love really hurts through and through. And it's breaking my heart, but what can I do without you? You walk like a dream and you make like a queen of reaction. Yes, you do. Oh, yes, you're using every trick in the book. The way that you look, you're really something to see. You cheat and you lie to impress any guy that you fancy. Oh, but don't you know it's turning me on? But I can't stop this pain inside me, baby. Love really hurts without you. Love really hurts without you. And it's breaking my heart. What can I do, baby? Baby, love really hurts without you. Baby, love really hurts through and through. And it's breaking my heart. What can I do without you? Oh, baby, love really hurts without you. Love really hurts without you. And it's breaking my heart. What can I do, baby? Love really hurts without you. Love really hurts through and through. And it's breaking my heart, but what can I do without you? Es war so süß bei unserer ersten Lesung mit diesem Programm. Eine Frau im Publikum. Und der Micha hatte das Publikum motiviert, immer Baby mitzusingen an den richtigen Stellen. Aber einmal lässt er es weg. Und ich weiß nicht warum, aber alle anderen haben geschwiegen dann in dem Moment. Nur diese eine Frau hat voller Herz Baby geschmettert. Ich habe es mir so als Piepsen empfunden. Aber es war großartig. Das hat den Song veredelt, weil die Stimmung auch nochmal richtig, richtig ja. hoch ging. Ja, guck, sie ist dann knallrot geworden. Ja. Wir haben uns bei der Vorbereitung überlegt, dass der Micha ja auch Journalist ist, nicht nur leidenschaftlicher Hobbymusiker. Und ja, dass ich dir gestattet habe, mir ein paar Fragen zu stellen an dieser Stelle, ja. zum Buch und so generell zu schreiben. Du machst Sachen. Genau, und da sind wir ja schon wieder und jetzt darfst du mal fragen. Genau. Die Frage, die sich mir bei diesem Buch, auch beim ersten Buch Frankfurt liebt dich, immer aufgedrängt hat, die Antwort kenne ich natürlich, weil ich dich gut kenne. Aber dennoch, wie viel Anne steckt in der Hanna, der Protagonistin von Mein Style? Ja, ich gebe zu, ganz schön viel. ich weiß nicht, ob jemand das sehen Bitte? Wer hätte das gedacht? Der Societätsverlag hatte auch als Hinweis auf diese Lesung, hat er auch ein kleines Interview mit mir rumgeschickt, die Tage. Da habe ich das auch schon erzählt. Also es steckt schon viel drin. Natürlich nicht immer in den Situationen, in denen es da geschildert wird, aber das ist ja ganz klar. Ne? Man bringt seine eigene Erfahrung mit ein und die Szenen, die man so erlebt hat. Und sozusagen ist das die Essenz aus all meinen, ich glaube, ich hatte drei längere Beziehungen in meinem Leben, bevor ich mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin. Und das ist die Essenz aus all meinen unglücklichen Beziehungen und den Zeiten dazwischen, als ich mich halt eben immer wieder selbst aufgerafft habe. Und dieses sich selbst verlieren, das habe ich in meiner ersten Beziehung schon auch erlebt. Also mit dem war ich auch verlobt, wusste nicht so richtig, was das für mich bedeutet und habe dann festgestellt, das ist nicht der Mann, den ich heiraten möchte.
Und da war es aber fast schon so ein bisschen zu spät, als ich mich dann getrennt habe, weil ich da wirklich dann sehr emotional und körperlich auch aus der Form war und ja, dann erstmal wieder an mir arbeiten musste und deswegen, ja, steckt viel drin. Aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Also, du liest heute in einem Frauentreff aus einem Buch, das für Frauen geschrieben ist. Warum sollten es vielleicht auch Männer lesen? Was haben die vielleicht davon für ein Gewinn? Das ist natürlich ein neues deutsches Standardwerk. ja, ich meine, ich habe auch Rückmeldungen von Männern bekommen, die es gelesen haben. Vor allem Männer aus meinem Umfeld, die halt wissen wollten, was hat die denn da schon wieder jetzt veröffentlicht. Die haben dann rückgemeldet, ja, sie verstehen dann vielleicht ein bisschen besser, was Frauen denken. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also es ist auf jeden Fall ein Buch für Frauen. Es sieht ja auch aus wie ein Buch für Frauen. Ich finde es schön, wenn Männer sich dafür auch interessieren, aber ich erwarte es nicht. Und mein einer Chef hat es gelesen, mein anderer nicht. Und ja, ich war dann ganz erschrocken, dass er es gelesen hat, der eine. Ja. Aber er hat dann auch wieder was zu sagen. Er hat mir auch die Rückmeldung gegeben, dass er es auch nicht, also nachdem er erstmal angefangen hatte und reinkam, auch nicht aus der Hand legen konnte. Und das ist immer das schönste Kompliment eigentlich für eine Autorin. Wenn die Geschichte so einen Sog entwickelt. Ja. Lass uns mal ganz konkret lebenspraktische Dinge besprechen. Wie flirtet man am besten? Was sollte man beachten? Was sollte man besser überhaupt nicht tun? Was geht gar nicht? Ja, da muss ich jetzt mal nachdenken, weil ich bin mit meinem Freund seit 14 Jahren zusammen. Ich habe schon lange geflirtet, wobei so ein bisschen Flirten im Alltag macht man ja dann doch, ne? Auch ohne ernstere Absichten dahinter. Ich glaube, es ist immer wichtig, Interesse, echtes Interesse an seinem Gegenüber zu haben. Da irgendwelche Sprüche oder Tricks oder so. Ich weiß nicht, wie ihr anderen das so erlebt, aber damit habe ich jetzt keine gute Erfahrung gemacht. Einfach offen und ehrlich, also sich auf den anderen einlassen, ne? Darauf reagieren, was der erzählt oder die, je nachdem. Genau. Wie flirtest du denn? Ich auch lange nicht mehr. aus der Übung. Aber so einer der Sammlung der dämlichsten Anmachsprüche, Flirtsprüche, die ich je gehört habe, gehört zweifelsohne du auch hier. Fallen euch wahrscheinlich noch schlechtere Beispiele ein, aber genau. Nee, das bin ich ganz bei dir. Das, also irgendwie so Formel nach Formel oder so, ist, glaube ich, mal ganz schlecht. Ja. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Oh, das ist aber irgendwie wieder süß, oder? Nee. Charmant? Nein? Okay. Bei dir keine Wirkung. Gut. Aber eine Sache noch, ja. Ich glaube, ich werde jetzt 40 dieses Jahr und ich glaube, dass in unserem Alter anders geflirtet wird als früher. Vielleicht empfinde ich das auch nur so, weil ich eben nicht auf diesem Single-Markt unterwegs bin. Aber ich glaube, heute ist es schon etwas echter in unserem Alter, weil viele Menschen eben auch schon eine Beziehungsgeschichte hinter sich haben, vielleicht auch verheiratet waren, Kinder haben und gar nicht so Lust auf irgendwas Lockerflockiges haben, sondern schon so ein bisschen ernsthaft gucken, ne? In welche Richtung. Und da ist so ein Spruch natürlich völlig unangenehm. Anne, seit deinem ersten Buch, das ist 2014, Frankfurt liebt dich, hast du Sachen wie heute Abend oft gemacht. Das heißt, du warst mit dem Buch, teilweise auch mit mir, warst du meistens sogar auf Lesetour. Lass uns doch mal teilhaben an deinem peinlichsten Erlebnis on Tour. Und vielleicht auch zum Ausgleich danach an dem schönsten Erlebnis. Ja, das peinlichste Erlebnis ist jetzt gerade heute Abend, weil ich nicht weiß, nein, Quatsch, ich weiß, was ich auf diese Frage antworten soll. Nein, in Grafenbuch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da habe ich auch so einen Hustenanfall bekommen, aber dagegen ist das heute Abend gar nichts. Also ich habe so gehustet und es ist natürlich unangenehm, wenn da waren viele Leute da, da waren so 40, 50 Leute da, die gucken einen an und man hustet und es läuft einem das Make-up runter, das war sehr unangenehm. Ansonsten erinnerst du dich sicher auch noch an diesen einen Abend da in der Nähe des Hauptbahnhofs, da sind wir in so einem etwas komischen Etablissement aufgetreten, sage ich mal, so halb Unterwelt. Das war so ein Laden für transsexuelle Menschen, die sich da mit Brusteinlagen so eindecken konnten. Ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind, es hat auch gar nicht zum Buch gepasst, aber ich kannte die irgendwie über fünf Ecken, da hat die uns eingeladen und das war eine sehr unangenehme Erfahrung, weil die Gastgeberin, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen, also wir haben da das Buch präsentiert, und die hat dann Champagner getrunken währenddessen. Die war auch so eine aufgenudelte Tussi da irgendwie. Und dann hat sie sich dann neben dich gesetzt und dir immer so ans Knie gefasst, während du gespielt hast. Ja, Stichwort schlechter Flirt. Ich weiß nicht, ob du auch dabei warst.
sei froh, Jürgen, es war kein Spaß mehr. Und ich habe also viel davon gehört. Ja, das war überhaupt, also das war sehr unangenehm, aber so richtig peinlich. Also ich, du hast ja auch die Erfahrung gemacht, wenn mal was nicht so läuft, wie es soll, dann sagt man das und es ist in der Regel auch völlig in Ordnung, weil das Publikum sehr nachsichtig ist. Genau. Ja. Sehr schön. Ja. Für den Moment keine Fragen mehr, aber vielleicht kommt ja noch eine hier aus dem Publikum. Was ist der Moment? Das war der schönste Moment. Ich habe es eben gerade schon der Dame erzählt hier vom Büchertisch. Wir haben mal in Niederbrechen gelesen. Das ist so ein ganz kleines Kaff von Richtung Limburg, so Goldener Grund. Und da kamen wir auch über Kontakte. Da kannten wir einen, die hat da gearbeitet und gewohnt und war da in der Kirchengemeinde. Und da hat uns die katholische Bücherei eingeladen, da zu lesen. Und dann sind wir dann hingefahren und wussten nicht so richtig, ne, also da kennt uns jetzt keiner, kommt da überhaupt einer. Und da kamen so viele Leute. Also 30, was für Niederbrechen, ich vermute da unten nicht mal 30 Leute, wirklich spektakulär war. Und am Ende haben die so viele Bücher gekauft. Die haben 25 Bücher gekauft, dann diese 30 Leute. Und danach habe ich dann erfahren, dass die noch einen Lesekreis mit diesem Buch gemacht haben und sich getroffen haben und sich dann nochmal ohne mich, was ja auch gut ist, ausgetauscht haben, ganz offen und ehrlich. Und da gab es auch im Fahrblatt noch einen kleinen Bericht darüber. Das war so süß. Und das ist mir so richtig ein ganz schöner Erinnerung.